es geschafft, fast 12 vor 12. Heute Elblamakronen in rund 6 Minuten mit Apfelmus. Rechnen wir noch 3 dazu. Was ihr machen müsst, die Makronen kurz in Salzwasser für 10-15 Minuten einweichen. Und weil ja die Ski-WM ist, in Cortina ein bisschen abgewandelt die Elblamakronen mit italienischem Käse, einmal Fontina oder einmal Fontal. Wir werden sehen, schmeckt beides brutal. Und erinnert ihr euch im Jahr 2000 oder früher, keine Ahnung mehr, da war alles cool, Mann. Nein, let's go! Wir brauchen die Kartoffeln, wir brauchen die Zwiebel. Auch den Zwiebel. Wie gesagt, das Schnetzeln bleibt uns nicht erspart. Aber mit dem Schnetzeln weiß ich natürlich, was hier drinnen ist. Also, wir holen uns den Standy. Übrigens, in Cortina, schön, dass Schweiz und Österreich regelmäßig gewinnt. Wir teilen uns die Medaillen, aber die Bestzeit machen wir hier. Jetzt noch die Nudeln mit dem Wasser dazu. Taiwan Hörnchen. Hier holen wir uns natürlich eine schöne Prise Salz dazu. Kartoffeln, Zwiebel, Hörnchen eingeweicht im Wasser, gehen jetzt für 3,5 Minuten in die Welle. Steamy, was soll ich sagen, offen, einmal durchgezogen, 3 Minuten und tschüss. Für den Guss oder für die Soße habe ich gemischt Rahm mit Milch. Ich gebe dann noch eine Spur Röstzwiebel dazu für den Crunch und wie gesagt die italienische Beteiligung beim Ganzen sind die zwei hübschen, die wunderschön schmelzen. Ich habe schon Hunger. Warum habe ich zwei Käse? Weil ich mich wie immer nicht entscheiden konnte. Beide schmecken ziemlich ähnlich, fantastisch und ja, sehen wir mal, wie sich's auswirkt. Während wir dann warten oder unsere Elblamakronen ziehen lassen, machen wir uns ganz schnell unser Apfelmus. Ihr wisst es, es gibt nie zu viel Käse. Es kann gar nie zu viel Käse geben. Hier ist vorbereitet. Vielleicht müssen wir bei dieser Menge noch eine Minute dazugeben. Wir schauen mal. Dann bereiten wir mal dann den Apfel vor. Schälen, schälen. Ah ja, auch das muss sein. Einmal unseren Ausstecher. Quer durch zwei. Jawohl. Direkt in einen Bumpty und für 4 Minuten später in die Welle. Wie wird es zum Apfelmus? Naja, nach 4 Minuten drücken wir einfach mal fest drauf, kneten das Ganze und schauen, was es sich dann vermust. Unsere Elblamakronenmasse ist mal vorgegart. Jawohl, Kartoffeltest. Jawohl. Ha. Wird mit den nächsten 2 Minuten mit der Masse perfekt. Käse rein, Rahmmilchmischung und der Röstzwiebel für den Crunch. Herrlich. Wir holen uns noch Salz und Pfeffer. Sahne. Steamy, offene Position, durchziehen,
Ganze drehe und so wie es ist, nochmal 2 Minuten in die schnelle Wende. Das ist der spezielle Teller für Leute, die immer nur halbe Portionen essen. Ha! Ein geniales Teil. Ich habe Spaß daran. Perfekt. Fertig. Wir geben das zuerst in eine größere Schale zum Mischen. Ja. Seht ihr das? Ich hoffe, man sieht es im Video, wie sich hier die Fäden ziehen. Fantastico. Beutel wird später ausgewaschen und wiederverwendet. Ein bisschen aufmachen, damit es keine Klumpen gibt. Wie gesagt, auf Funny Fooding fast täglich neue Rezepte. Eben diese von Road to Go with Full Taste, No Waste in wenigen Minuten. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Hier wird live gekocht und wir sind in ein paar Minuten mit einem perfekten Gericht, speziell aus der Schweiz, mit italienischem Cheese-Einschlag. Haben wir eine Erbler Makrone-Spezialität gemacht, die es in sich hat. Hier eine erste Gusto- und Lustportion. Ich hoffe, ihr bekommt zu Hause jetzt auch schon Hunger. Den Geruch kann ich euch nicht senden, aber den Genuss, den ich gleich haben werde, den sende ich euch. Um noch ein bisschen crunchy vom Röstzwiebel. Aha, das Apfelmus im Hintergrund. Ja. Was meint ihr? Bisschen versetzen. Ich nehme mal den Hyrule und zeige euch das, was da passiert. Jawohl. Braucht vielleicht noch 1-2 Minuten länger, aber ihr seht, wie das mit dem Vermusen funktionieren kann. Darum sagt mir, wer kann da widerstehen? Ich auf jeden Fall nicht. Ich gönne mir jetzt den ersten Biss. Lass uns mal heute 8 Minuten gebraucht haben von Road to Go. Aber Qualität, der Genuss hier drinnen gewaltig. Wenn es euch Spaß macht, Daumen nach oben, Funny Fooding Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Full Taste, No Waste mit Steamy Wonder and Friends. Tschüss zusammen!